Leises, monotones, beschleunigtes und undeutliches Sprechen erschwert die Kommunikation. Oft nimmt ihr Umfeld die Sprechprobleme genauer wahr als sie selbst. Die folgenden Übungen sollen Ihnen helfen, lauter und verständlicher zu sprechen. Setzen Sie sich aufrecht hin und stellen die Füße fest auf den Boden. Holen Sie tief Luft und rufen ein lautes solange die Luft gut reicht. Die Stimme soll dabei nicht kratzen und der Hals nicht schmerzen. Wiederholen Sie dies 5 bis 10 Mal. Als nächstes rufen Sie alltägliche Begrüßungen und Abschiedsformeln. Hallo! Guten Tag! Auf Wiedersehen! Als Steigerung lesen Sie einen Artikel aus der Zeitung bewusst laut vor. Auch Singen ist ein guter Weg, um eine kräftigere Stimme zu trainieren. Das geht beispielsweise mit Karaoke-Titeln aus dem Internet. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Bei zu schnellem und undeutlichem Sprechen kann das Sprechbrett helfen. Betonen Sie jede einzelne Silbe und tippen gleichzeitig mit dem Finger ein Feld des Sprechbretts an. Dadurch sprechen Sie langsamer und gut verständlich. Das Frühstück ist fertig. Gibst du mir bitte die Erdbeermarmelade? Nutzen Sie das Sprechbrett auch in Gesprächen. Alternativ klopfen Sie den Rhythmus mit der Hand auf dem Oberschenkel. Sie können auch mit dem Finger auf die Handknöchel tippen, um langsam zu sprechen. Ich hätte gern noch einen Kaffee. Sie sollten regelmäßig das üben, was Sie gern verbessern möchten. 15 Minuten täglich, das hilft. Bitten Sie Ihr Umfeld um einen Hinweis, wenn Sie schlecht zu verstehen sind. Bei Fragen zum Training oder auftretenden Problemen fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, Ihren Fachtherapeuten oder Ihre Fachtherapeutin.